Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 2 The Conquerors. Ja Leute, ich habe da ein neues Schiff von uns entdeckt, das sich hier mal versteckt hat, und ein gegnerisches Schiff, das jetzt gerade zerfetzt wird. Ja, das letzte Mal hatten wir recht schön Tlaxcalteken auseinandergenommen. Die gibt es nicht mehr wirklich, außer dass sie sich da hinten irgendwas aufbauen. Also es gibt sie auch nicht. Ganz nicht. Ne? Und so. Genau. Absolut. Sinnvoll, ich weiß. Ja, ansonsten, wir sind da wunderbar am uns durchprügeln. Vielleicht ist auch das letzte Fräulein der Tlaxcalteken, vielleicht auch nicht. Genau, ihr macht mit dem Sender fertig, ihr macht das richtig, ihr geht hoffentlich hier rüber. Das wird aufgebaut, damit es das da ja perfekt, wunderbar, gigantisch geil. So möchte ich das sehen. Die Burg ist auch eigentlich mehr oder weniger weg. Leute, kommt mal nach vorne. Dann, was ich auch noch ganz kurz checken wollte, wir haben keine Arbeitslose, das ist doch auch ganz angenehm. Und dann noch das letzte. Genau. Bams. Perfekt. Also, was haben wir denn da? Okay, ich glaube, Problem gelöst, ne? Problem verloren, gelöst. Yep. Also, bitte dieses letzte Fussel da wegmachen. Komm wieder hier rüber. Oh, was? Ach, was? Ach, da. Problem gefunden. Dann, das wird gebaut. Wunderbar. Wo sind eigentlich? Wir hatten doch da so eine Milliarde Bauern. Genau. Genau, die laufen jetzt zum Gold. Finde ich auch angenehm. Gut. Yes, die Burg ist weg. Oh, weia. Ich freue mich echt ganz fest drauf, dass die blöde Burg weg ist. Brauchen noch ein bisschen Nachschub. Ein bisschen, nicht mehr viel. Wir haben es schon fast. Das ist wunderviel. Das ist gigantisch. Toll. Ich glaube, da bräuchten wir auf der Front dann noch vielleicht irgendwann ein paar Bogenschützen und ein paar Pixen. Aber. Genau. Perfekt. Das wird gemacht. Das wird auch gemacht. Yep. Sieht doch super aus. Okay. Die Flotte ist größer geworden, ohne dass ich es gemerkt habe, ist doch auch schön. Genau, aber irgendwie, irgendwo muss es doch auch noch Bauern geben, weil er nicht aufgegeben hat. Und ich weiß nicht wo. Also, auf jeden Fall. Haus. Haus. Er zieht mal alle so ein bisschen nach. Gut. Das sieht doch wunderbar aus. Komm, machen wir alles komplett weg. Da kommt jetzt nicht ran. Jetzt. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja, genau so wollte ich das sehen. Wir haben immer noch nicht rausgefunden, wo die letzten roten Bauern sind. Ach, dafür kommen da irgendwelche blaue Leute raus. Okay. Ich sehe, ich höre auch. Ah, perfekt. Das habe ich richtig gehört. Dann können wir nämlich hier ein bisschen Nachschub bauen. Oder? Ja, genau. Ja, genau. Da hinten wird's schon mal gemobbt. Gut. Okay. Gerade mal nach vorne kommen, ein bisschen Bauern wegmachen.
Da sind schon die nächsten. Genau, perfekt. Wie sieht's da aus? Keine Schiffe, die uns stören. Ja, super. Und dann, ich sehe da einen Turm. Ich will den da nicht sehen. Ganz einfach, ganz simpel. Und wo ist denn Rot? Irgendwo, er hat nicht aufgegeben. Klaxkalteken gibt es noch irgendwo. Die kleinen Raka. Ja, perfekt. Genau. Achtung, die Fräulein sind ganz gefährlich. Das wissen wir. Du bist fertig, oder? Meinte ich schon. Ja, fast und furiös. Ja, der war nicht gut, ich weiß. Das ist schon fast gebaut. Oh, cool. Jetzt gibt es mehr Gold. Wie sieht es eigentlich bei unten aus? Ja, da hat es noch genug. Oh, gut, perfekt. Ich könnte mal das hier aufdecken, was wir mal aufgedeckt haben. Aber ich glaube. Oh, nice. Der Turm ist auch weg. Also dann gerade den nächsten. Du bist auch fertig mit dem letzten Hafen. Coole Sache. Ja. Es geht ihm nicht mehr so gut. Seinem Freund Cortez geht es gar nicht mehr gut. Wollte ich ja noch ein bisschen Nachschub für die Front. Gerade schon das nächste Fräulein. Genau. Wo hat es denn noch Rot? Wo hat es denn noch? Irgendwo hat er sich. Was ist denn da hinten? Ach so. Irgendwo hat er sich. Deckt mal alles auf. Sieht doch gigantisch gut aus. Mhm. Der kann ja gerade mal nachrollen. Genau. Finde ich auch. Einfach schön zumachen. Da sollte nichts mehr rauslaufen. Oh, die Kanonen sind echt schnell. In Gebäude zerstören. Als wäre es die Aufgabe von Kanon. Ich weiß. Das ist unglaublich. Wow. Wow. Wusste ich's doch. Die Tlaxcalteken geben nicht auf. Da hinten noch irgendwelcher Fusel. Aber wir müssen beide besiegen, oder? Ja, ich glaube, wir müssen beide besiegen. Zu meiner unendlichen Freude. Hier hat Cortez nur noch Bauern, kann das sein? Also. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Und Türme. Ja, natürlich. Ja, Türme. Klar. Aber er hat keine. Er schickt keine Truppen mehr raus. Er schickt keine Truppen mehr raus. Och, sag mal. Och, sag mal. Sag mal. Wo ist denn der Bauer, der das gerade gebaut hat? Na gut, wir haben Kanonen für das dort hinten. So ist es nicht. Könnt ihr bitte wenigstens. Aha. Okay, ich sehe es. Ich sehe, wo sie sind. Sie sind nicht mehr lange dort. Das auf jeden Fall.
haben gesagt defensiv. Ja. Einfahren. Schießt auf das da? Nee. Ich sehe gerade Truppen. Cool. Das wollte ich sehen. Ich habe nämlich auch was dafür. Okay. Sweet. Genau so muss das. So, da gerade mal schon weitermachen. Irgendwas haben wir aufgedeckt. Irgendwo haben wir irgendwelche. Ah! Rennt da raus! Sonst hat's euch. Oh, und dich nimmt's jetzt. Du bist das Opfer. Ich wusste doch, er versucht rauszulaufen. So, gerade mal. Genau, die gerade ganz schnell raus. Weg da. Wie sieht es denn da hinten aus? Uiuiuiui. Krieg. Krieg sehe ich hier. Und der letzte macht bitte, da haben wir ziemlich sicher ein Dorfzentrum. Ich weiß es. Könnt mich nicht verarschen. Ich hab's gesehen. Nee. Ihr macht das hier weg. Ihr macht das hier weg. Ihr macht den hier weg. Und ihr bleibt stehen. Ah, jetzt gibt's doch wieder Krieg. Perfekt. Habt ihr. Habt ihn gefunden. Gut. Aber Tlaxcalteken haben immer noch nicht aufgegeben. Interessanter Ansatz. Könnt ihr auch bitte an die Front kommen oder so? Ja, kommt mal bitte hier rüber. Oh, ja, natürlich. Jetzt fangen wir das wieder an. Ihr könnt einfach da rauskommen. So rauskommen. Dann sind wir sicher bald. Ah, jetzt haben wir natürlich ja okay. Ja, aber Burgen sind jetzt gerade nicht so günstig. Hingegen da Bogenschützen verlieren, das finde ich nicht so toll. Finde ich echt nicht so toll. Ich weiß nicht wieso. Mal Bogenschützen nach. Und was ist das da? Wieso bist du hier? Bisschen chaotisch. Mal wieder. Ah, super, die Kanonen haben es geschafft. Machen dann bitte das hier weg. Geht auch ein Weilchen, bis sie dort sind. Ich weiß, passiert. Okay. Genau, er macht das hier weg. Gut. Okay, umgekehrt. Du dahin, du hierhin. Oh, es sieht so aus, als würde Cortez gerade aufgeben.
Was ich so betrachtet gar nicht mal so schlecht finde. Ja, Cortez gibt auf. Cortez gibt auf. Ist das nicht toll? So ein. Doch selber mal. Och nö. Ist jetzt schon fast wieder schade. Okay, Cortez hat aufgegeben. Tlaxcaltec noch nicht, Cortez hat aufgegeben. Ne, da haben wir's. Okay, aber somit machen wir es uns einfach. Wo hat's denn noch Tlaxcaltec? Ja, es ist nur noch die Burg, so wie es aussieht. Der hat auch nicht mehr wirklich was. Cool. Ja, das ist jetzt irgendwie schon fast schade, dass, dass unser Freund hier am Schluss noch aufgegeben hat. Ja, da kommt. Machen wir ein bisschen was kaputt. Bis unsere Kanonen endlich da sind. Ja. Da war der letzte Bauer, den haben wir gekillt, aber ja, er hat theoretisch noch eine Burg, aus der könnte man produzieren, die könnte irgendwas Böses machen. Stimmt. Finden wir sie einzeln, wir haben es schon mal erlebt, dass zwei Einheiten, die zu schnell da reinlaufen, plötzlich zu einer Kanone werden, das finde ich nicht so toll. Wir haben eine Belagerungskanone gebaut. Wir haben eine Belagerungskanone gebaut. Ja, wisst ihr was? Alle vier. Stopp. Zwar bis sie da sind, wird es wahrscheinlich fallen. Kommt schon. Mach das fertig. Die Folge ist schon fast zu Ende. Aber die Mission auch. Ja, wir haben am Schluss noch ein bisschen viel verloren zugegeben, aber es hat sich gerade so gelohnt und hat Cortez gerade auch aufgegeben. Ist doch gar nicht mal so schlecht. So betrachtet. Ja, jetzt, das war's. Alles klar, gut. Das war mal die Mission. Mal schauen, was uns die Geschichte noch dazu. Was für eine Geschichte uns noch dazu erzählt wird. So. Ich hoffte, dass die überlebenden Spanier vom Ufer aus sahen, wie ihre gefangenen Kameraden die Stufen der großen Pyramide hinaufgezerrt wurden. Vielleicht würden sie nun verstehen, warum wir den Zorn der gefiederten Schlange Quetzalcoatl fürchteten. Vielleicht fürchteten sie sich nun auch. Nachdem die Kämpfe beendet waren, gab es viel zu tun. Unsere Stadt hatte durch die spanische Besetzung und die Kämpfe stark gelitten. Die Priester machten sich daran, die Tempel instand zu setzen, denn die Spanier hatten unsere Götterbilder niedergerissen. Als die Festlichkeiten zu Ehren der Götter begannen, kam eine große Plage über Tenochtitlan. Viele unserer Leute wurden krank und kraftlos, viele andere starben. Wir wussten nicht, ob die Götter uns immer noch zürnten oder ob dies eine Waffe der Spanier war. Sollte Cortez zurückkehren, würde er in jedem Fall eine stark geschwächte Stadt vorfinden. Das konnte ich nicht zulassen. So spricht Cuauhtémoc, Herrscher von Tenochtitlan. Okay. Ja, okay, gut. Wir haben ja theoretisch die Spanier noch nachverfolgt, also in der Mission haben wir ja die Spanier nachverfolgt, nach der traurigen Nacht. Und ja, im Spiel jetzt eigentlich besiegt. Aber in dem Fall, er impliziert ja eigentlich irgendwo durch, dass Cortez selber fliehen konnte. Mit den Überresten seiner Truppen. Und das ist ja eigentlich auch historisch so gewesen. Der ist geflohen und kam dann gestärkt zurück. Ja, das mit der Pest
Also wahrscheinlich ist es Pest, also eine Plage, irgendeine Krankheit, vermutlich durch Spanier halt mitgebracht. Zu der Zeit, ja, Pest, Cholera, irgend sowas in die Richtung. Auf jeden Fall nicht so toll, vor allem nicht für eine Großstadt, in der die Bevölkerung nicht immun ist gegen das Zeug und wirklich alle übelst drankommen. Naja. Gut. Aber vorerst mal diese Mission, das haben wir wieder einmal perfekt gemeistert. Also das sieht ja, das ist das. Also ja, wenn das gegen die Ultra-Hardcore-Scharmützel-KI so aussehen würde, wäre ich auch froh. Dafür bin ich zu langsam. Vielleicht sollte ich mal aufhören, wieder Pause zu spielen. Okay. Ja, so effizient waren wir das mal nicht. Ich meine, nicht mal 1 zu 2, aber. Ich meine, ja, klar, weniger Gefallene als Getötete, aber trotzdem, wir haben halt auch ein paar Mal an ungünstigen Stellen gekämpft. Also zum Beispiel da bei der Burg, da haben wir schon recht viele Truppen verloren. Einfach weil da Burg und zwei Türme waren. Bei Cortés. Ja, aber ist nun mal so, wir haben gewonnen. Also was soll's. Wir hatten ja auch mehr Truppen. Also was soll's. Wirtschaft. Oh, Cortés hatte tatsächlich ganz knapp mehr Nahrung gesammelt als wir. Interessant. Ist selten in der Kampagne, dass die KI eigentlich Wirtschaft mehr pusht als ich. Obwohl zugegeben, in der Kampagne pushe ich die Wirtschaft auch nicht sonderlich fest. Liegt auch ein bisschen daran, dass wir nicht so viele Bevölkerungslimite haben. Also da ist sowieso alles ein bisschen auf Sparflamme. Bei mir sowieso, weil ich lieber effizient bin als schnell. Ist ja klar. Aber ja, Holzsteine, Gold. Gut, 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 gut. Ja, kann man nichts mehr dazu sagen. Wir haben weniger Karte erkundet, zugegeben. Ich habe ja auch auf der See, gab es noch einen größeren Fleck, den wir nicht angeschaut haben. Und bei Cortés gab es auch sicher auch noch ein paar Sachen, also so hinten dran, die wir nicht ganz gesehen haben oder nicht ganz aufgedeckt haben. Aber ja, ist nun mal so. Technologien entwickelt haben wir nicht die meisten, also prozentuell schon, weil wir weniger haben, also Azteken weniger haben als die Spanier. Aber halt total nicht. Hat uns jetzt aber auch nicht gestört, wir haben da eigentlich Cortés gut wegdrücken können. Wir hatten die meisten Burgen, schön, finde ich angenehm. Die größte Bevölkerung, das ist auch immer wieder mal so ein bisschen Rätsel für mich. Wir hatten die größte Bevölkerung und das größte Heer. Was macht denn die KI? Aber ja, es ist ja gescriptet in der Kampagne, also ist nun mal so. Macht uns ja das Leben einfacher, also sollen wir nicht darüber motzen. Ja, ansonsten hier noch der Verlauf. Ja, am Anfang waren es die Tlaxcalteken, die so ein bisschen zerfetzt wurden. Haben sich dann irgendwo im Hintergrund aufgebaut, wir haben sie wiedergefunden und ja, eigentlich haben sie länger überlebt als Cortés, beziehungsweise Cortés hat lustigerweise aufgegeben, obwohl er hatte noch Truppen, er hatte auch noch Bauern, er hatte viele selber getötet, er hatte noch zwei Burgen im Hintergrund, also ein bisschen wehren hätte er sich noch können, aber klar, so viel käme dann nicht mehr von ihm, das war ja klar. Na gut, das war die brodelnde See und das nächste Mal geht's zum Finale, zur vermutlich letzten Mission. Also normalerweise sind es ja 6 pro Kampagne. Und das nächste Mal geht's wahrscheinlich zur letzten Mission dieser Kampagne von Montezuma, der ja eigentlich schon seit einer Mission tot ist. Aber egal. Ja, zerbrochene Speere. Gut, keine Ahnung, was auf mich dazukommt. Wir werden es dann das nächste Mal sehen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Ihr dürft natürlich gerne immer Kommentare, Verbesserungsvorschläge und Wünsche anbringen. Da bin ich immer offen dafür. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss, ciao.